Seite von Offenbach. Wir sind hier, weil Jesus Christus lebt. Er hat einen Plan für dein Leben und er hat es auch in meinem Leben getan. Er ist ans Kreuz gegangen, wie wir hier sehen, symbolisch. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden und diese Kraft, diese Auferstehungskraft kannst auch du in deinem Leben erfahren. Ich habe es persönlich in meinem Leben erfahren. Da waren Dinge in meinem Leben, wo ich verändern wollte in meiner Kraft, aber ich habe es nicht geschafft. Aber als ich meine Knie gebeugt habe und gesagt habe, Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, hat er mir die Kraft gegeben, die Dinge, die Sünde abzulegen, die mich geplagt hat. Und so hast auch du heute Hoffnung. Wir sind hier, um euch zu sagen, dass Jesus lebt. Und das ist der Grund, warum er die Kraft hat, Leben zu verändern, weil er nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er den Tod besiegt hat. Jesus von den Toten auferstanden und er hat heute die Kraft, dein Leben zu verändern. Doch liegt an dir, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, ich bin der Mann, ich bin die Frau, die Fehler gemacht hat, die gesündigt hat, die nicht perfekt ist, wie wir uns von außen geben, sondern dass wir Vergebung brauchen. Und dafür ist Jesus gestorben, dass wir Vergebung empfangen können, Frieden mit Gott haben können. Das ist, worum es heute geht. Amen. Friede ist möglich, das ist das Thema unserer Demonstration. Und wir wollen euch sagen und zeigen, was Jesus gemacht hat, dass Friede durch Jesus möglich ist. Und hiermit ist die Demonstration eröffnet. Danke. Vorwärts! Nicht so langsam! Was fällt dir ein? Sind wir auf dem Saftmarkt oder was? Meine Güte! Schneller! Schneller! Lass uns, Daniel, lass uns ein bisschen nachsam halten. Nicht so laut! Weiter! Von dir gelaufen!